Es geht nicht um die Qualität des Mensa-Essens, sondern um die Verwendung der 5 bis 9 Millionen Euro jährlich, mit denen der Freistaat die Verpflegungsbetriebe der sächsischen Studentenwerke fördert. Dadurch seien Gewinne erwirtschaftet worden, mit denen Rücklagen gebildet wurden. Das gehe so nicht, befanden die Rechnungsprüfer. Sie legten heute den Jahresbericht für 2016 vor. Es wurden öffentliche Gelder gezahlt zur Abfederung eines Finanzbedarfs. Und in Wirklichkeit ist es so gewesen, dass die Mittel nicht benötigt wurden, sondern dass sogar Mittel übrig geblieben sind. Diese Kritik treffe so nicht zu, heißt es vor Ort. Auch wenn Rücklagen gebildet wurden. Aber die stammen aus Semesterbeiträgen. Und Semesterbeiträge ist sozusagen ein Pflichtbeitrag, den die Studierenden dafür bezahlen, dass sie in unseren Mensen essen gehen können. Also für die Möglichkeit, eine Mensa zu nutzen. Und das wiederum sei zulässig. Selbst die zuständige Ministerin weist die Kritik des Rechnungshofs zurück. Das ist aus unserer Sicht fehlgeleitet, diese Kritik. Denn es ist nicht eine Rücklage aus den öffentlichen Zuführungen, sondern aus selbst erwirtschafteten Mitteln. Der Rechnungshof kritisierte auch die Förderung des Ökolandbaus. Trotz hoher Prämien bei der Förderung durch den Freistaat seien jährlich rund 2% der Ökobetriebe sogar aus dem Ökobau ausgestiegen. Ich bin überzeugt, dass das, was wir hier im Ökolandbau und auch damals in der Milchkrise gemacht haben, richtig war. Die Wirkung zeigen, dass hier alles positiv gelaufen ist. Und die Kritik an dieser Förderung oder Unterstützung, je nachdem, wie man es nennen will, halte ich für nicht gerechtfertigt. Und da haben wir gute Argumente, das auch auszuräumen. Trotz sprudelnder Steuerquellen warnt der Rechnungshofpräsident vor möglichen Konjunktureinbrüchen. Für magere Zeiten werde nicht genügend vorgesorgt. Der Freistaat Sachsen hat im Jahr 2016 gegenüber dem Haushaltsplan deutliche Mehreinnahmen in Höhe von 458 Millionen realisiert. Und nicht nur wir als Rechnungshof, auch der Stabilitätsrat empfiehlt, dass diese günstige Lage für Vorsorge genutzt werden sollte. Die sächsischen Studenten sind weiterhin auf eine Förderung ihres Mensa-Essens angewiesen. Denn ohne das Geld vom Freistaat müssten sie nicht nur höhere Semesterbeiträge zahlen, sondern auch erheblich mehr für ihr Mittagessen ausgeben.